Ja, wir hatten ja vorher selber Spiel, U20, hier aus Heilbronn. Bei uns lief es auch nicht so gut, bei denen ja auch nicht. Aber sie können ja alle gerne mal zu unseren Spielen kommen, ja, U20 Heilbronn. Spiele stehen auf der Falken Homepage. Zeiten sind immer 11 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, irgendwie sowas. Publikum ist gerne gesehen. Eintritt natürlich kostenlos. Und heute Abend, woran hat es gelegen? Das erste Drittel war ziemlich ausschlaggebend. Die haben einfach das erste Drittel ein bisschen verschlafen. Danach haben sie eigentlich gut zusammengespielt, aber das erste Drittel hat dann ziemlich ausschlaggegeben für die Leute. Ja, man hat ja am Ende nach den Toren gesehen, dass die Eishockey spielen können. Hat man gesehen, die haben viel Gas gegeben. Und ich meine, hätten sie von Anfang an so stark gespielt, dann wäre es auch anders ausgegangen. Ja, knappe Niederlage, schade, Chance vergeben. Steelers clever gespielt, ja. 5-3, bin verloren. Ja, nächster Sieg in Biedichen, passt dann. Ja, also im Großen und Ganzen super. Die Falken hatten viele Chancen, müssen aber noch ein bisschen mehr Tore schießen. Und dann läuft das Ding das nächste Mal. Super Spiel zum Schluss, muss ich echt sagen. Kommt vielleicht ein Ja, was soll man dazu sagen? Letztendlich, im Derby musst du 60 Minuten Topleistung bringen. Die haben erst, die sind viel zu spät aufgewacht. Dann kannst du das Derby nicht gewinnen. Bietigheim hat das klassisch ausgekontert. Mehr kann man dazu nicht sagen.